Hallo und willkommen bei deiner intensiven Stretching-Einheit für deine Hamstrings, für deine Beinrückseite. Wir starten heute direkt im Sitzen. Setz dich einfach mal ganz bequem hin. Du kannst dich gerne zurücklehnen und dich hier abstützen. Wichtig ist, dass du jetzt nicht irgendwie so bucklert da sitzt und deinen Rücken rund machst, sondern schön gerade. Mach deine Wirbelsäule hier schön lang. Schau, dass dein Rücken gerade ist und dann stell ein Bein auf, das andere bleibt gestreckt und streck es wirklich ganz durch. Knie ist durchgestreckt und Oberschenkelmuskel bis runter zu den Zehenspitzen ist alles fest angespannt. Und wir ziehen dann einmal ganz langsam das Bein hoch und wieder tief und hoch und wieder tief. Und du merkst schon, wenn du hochziehst, das sollte jetzt nicht mit Schwung passieren und dass sich hier dein Oberkörper irgendwie mitbewegt, sondern du bist hier ganz stabil, schön gerade und ziehst nur ganz langsam hoch und tief. Ganz kontrolliert und aus eigener Kraft. Knie strecken, ganz wichtig. Und wieder ablegen, kurz auslockern und dann wechseln wir gleich zur anderen Seite. Stell jetzt wieder hier dein Bein auf. Anderes Bein ganz fest anspannen, durchstrecken bis zu den Zehen ist dein Bein fest angespannt, dein Knie ist durchgestreckt und du ziehst wieder hoch und tief. Ganz kontrollierte Bewegungen aus eigener Kraft. Knie durchstrecken, fest anspannen. Und wieder ablegen. Sehr gut gemacht. Und dann wechseln wir wieder zum anderen Bein, das heißt, stell wieder ein Bein auf, also wechsel das Bein, fest anspannen, Bein wieder fest anspannen. Jetzt ziehst du in die Höhe, du musst gar nicht so hoch wie es geht, sondern einfach mal ein Stückchen in die Höhe und dann zur Seite und wieder zur Mitte tief, hoch, zur Seite, zurück und wieder tief. Ganz kontrolliert unter Spannung. Und dein Rücken ist auch hier wieder schön gerade. Schau, dass du hier nicht einsinkst, sondern mach den Rücken schön gerade. Spann deine Bauchmuskulatur fest an, zieh hoch, zur Seite und wieder zurück und tief. Und wieder ablegen, kurz locker lassen. Und jetzt flexen wir gleich unseren Fuß, das heißt, zieh die Zehen ganz fest zum Knie, so fest wie du kannst. Lehn dich wieder leicht zurück, dein Rücken ist ganz gerade, Bauchnabel fest nach innen ziehen, aktiviere auch deine Bauchmuskulatur. Und jetzt machen wir das Ganze noch einmal, selbes Bein mit geflexten Füßen. Hoch, zur Seite, zurück und wieder tief. Sehr gut, hoch. Zur Seite, zurück und wieder tief.
Und einmal noch. Und wieder ablegen. Sehr gut gemacht. Kurz auslockern. Und dann machen wir das gleich auf der anderen Seite. Stell jetzt ein anderes Bein auf. Bein ganz fest anspannen, Knie durchstrecken, bis zu den Zehen runter, alles fest anspannen. Dein Rücken ist wieder ganz gerade, drück dich hier schön aus den Schultern raus, mach deinen Rücken nicht rund. Und jetzt zieh dein Bein wieder in die Höhe, zur Seite, zurück und wieder tief. Hoch, zur Seite, zurück und wieder tief. Sehr gut. Und wieder ablegen, kurz locker lassen. Und flex jetzt deine Zehen. Zieh die Zehen ganz fest zum Knie. Streck dein Knie ganz durch. Bein ist wieder fest angespannt. Wir machen dasselbe noch einmal. Drück dich hier wieder schön raus aus den Schultern. Rücken ist ganz gerade. Und let's go. Hoch, zur Seite, zurück und wieder tief mit geflextem Fuß. Sehr gut machst du das. Und einmal noch und ablegen. Gut gemacht. Kurz auslockern. Und dann komm in den Langsitz hinein. Setz dich einmal ganz bequem auf deine Sitzbeinhöcker. Wenn du merkst, dass du hier noch nicht aufrecht sitzen kannst, gar kein Problem, nimm dir einen Yoga-Block und nein, jetzt rollt sie weg. Und setz dich auf den Yoga-Block drauf. Sie bleibt eh da. Weil wenn du hier auf einer Erhöhung sitzt, dann tust du dir gleich viel einfacher, hier gerade zu sitzen. Wichtig ist nämlich, dass wir nicht nur unsere Beinrückseite bearbeiten, wenn wir hier zum Beispiel in einer Vorwärtsbeuge tiefer wollen oder in einem Pancake unser vorderes Spagatbein trainieren möchten. Wichtig ist nämlich auch, dass wir den unteren Rücken mitnehmen. Das spielt nämlich eine wichtige Rolle. Und dafür machen wir jetzt eine ganz tolle Übung. Die Übung ist vor allem super, wenn du viel über den Tag sitzt. Die Übung kannst du immer zwischendurch machen, da musst du dich jetzt auch nicht speziell aufwärmen, weil das eine Mobility-Übung ist. Dafür setzt du dich jetzt einfach in den Langsitz, gerne eben auch auf einen Yoga-Block. Gib deine Beine ganz zusammen, streck sie ganz durch, spann sie fest an, richte deinen Rücken jetzt gerade auf und dann kippen wir nur im Becken. Ja? Das heißt, du kippst hier vor und zurück. Das ist eine ganz kleine Bewegung. Und es kann sein, dass sich am Anfang da jetzt noch nicht so viel tut. Ja? Das kommt, umso öfter du das machst, umso besser du wirst, umso flexibler du wirst, umso einfacher fällt dir dieses Kippen. Ja? Und wir machen das wirklich nur aus der Hüfte. Du kannst auch gerne einfach mal hier reingreifen und dir da helfen, dass du nur in der Hüfte kippst. Dann aktivierst du nämlich genau die Muskulatur, die wir für einen Pancake oder für eine schöne Vorwärtsbeuge brauchen. Achte dabei darauf, dass du nicht den hier machst. Ja, das wäre gut für die Wirbelsäule, aber jetzt nicht Ziel der Übung. Wirklich nur aus dem Becken kippen, nur der untere Bereich. Vor, zurück. Das ist eine ganz kleine Bewegung. Du kannst die Hände auch gerne zur Seite geben. Vor, zurück. Konzentrier dich darauf. Und auch wenn sich jetzt noch nicht so viel tut, mach einfach weiter. Kippst vor, zurück. Und die Beine sind fest angespannt währenddessen. Ganz fest anspannen die Beine.
Und jetzt kurz auslockern, lehn dich zurück, beweg dein Becken kurz, locker dich kurz durch. Und ich erkläre dir dabei die nächste Übung. Setz dich wieder bequem hin, richte deinen Rücken ganz gerade auf und wir verbinden das jetzt. Das heißt, wir kippen hier in der Hüfte vor, ziehen dann einmal die Brust schön tief. Und für dich ist es, wie als würdest du mit deiner Nasenspitze zu den Zehen wollen, ja, gedanklich. Aber wir ziehen jetzt nicht komplett tief, sondern wir tasten uns langsam ran, kippen, kurz tief und wieder zurück. Ja, also nicht in der Maximum, sondern wirklich nur ein Stück hier nach vorne. Und zuerst immer vorkippen, ziehen, zurück. Und dann wieder vorkippen, ziehen, zurück. Und es kann sein, dass sich bei dir jetzt da wenig bewegt, das heißt, dass es eher so ist, gar kein Thema. Schau, dass dein Rücken schön gerade dabei bleibt, zieh deinen Bauchnabel fest nach innen, aktiviere deine Muskulatur im unteren Rücken und im Hüftbereich, zieh hier einmal tief und komm wieder hoch. Los geht's. Kippen, vorziehen, zurück. Kippen, vorziehen, zurück. Kippen, vorziehen, zurück. Zurück. Sehr gut machst du das. Und noch zweimal kippen, vorziehen, zurück. Kippen, vorziehen, zurück. Sehr gut. Gib deine Hände jetzt nach oben zur Decke. Richte deinen Rücken hier ganz gerade auf. Atme tief durch die Nase ein. Und durch den Mund aus und zieh hier schön nach vorne zu deinen Zehen. Mach deinen Rücken rund. Schau, dass du jetzt nicht in dein Maximum gehst, aber du kannst schon leicht deine Dehnung spüren. Mach einen ganz tiefen Atemzug hier. Und dann roll dich wieder langsam in die Höhe. Und jetzt kommen wir in den herabschauenden Hund. Gib deine Handflächen auf die Matte. Stell die Zehen auf, komm in den herabschauenden Hund. Zieh hier deine Brust schön tief zur Matte und deine Fersen ziehen abwechselnd ebenfalls tief zur Matte. Entspann deinen Nacken und zieh die Schultern weg von den Ohren, damit dein Kopf hier ganz angenehm hängen kann. Und mit jedem Mal, wo du deine Ferse tief ziehst, merkst du einfach, wie deine Ferse immer tiefer und tiefer zur Matte kommt, bis deine ganze Fußsohle deine Matte berührt. Und es wird immer leichter an deiner Oberschenkelrückseite, deiner Beinrückseite, in den Kniekehlen. Entspann deinen Geist während der Übung und zieh die Fersen hier schön tief. Und dann komm hier ganz langsam mit kleinen Schritten weiter nach vorne Richtung zu deinen Handflächen. Winkel deine Beine ruhig weiterhin ab. Schau, dass deine Handflächen, wenn möglich, ganz auf der Matte bleiben. Wenn du möchtest, kannst du es hier aber auch leicht abheben. Beweg dich die ganze Zeit währenddessen.
Und wenn du merkst, dass dir das noch etwas schwer fällt, nimm dir deine Yoga-Blöcke, stütz dich auf den Blöcken ab. Du kannst auch so machen oder eben so oder so, wie es für dich am besten ist. Und dann kommst du wieder langsam, Schritt für Schritt zurück. Du kannst deine Handflächen ruhig auf den Yoga-Blöcken lassen und komm wieder hier in den herabschauenden Hund. Und dann geh wieder langsam nach vorne. Schritt für Schritt, lass dir Zeit und bleib die ganze Zeit in Bewegung. Bleib kurz in der Vorwärtsbeuge, aber winkel deine Knie weiterhin an. Schau, dass deine Handflächen ganz auf den Blöcken oder ganz am Boden sind. Und dann komm wieder ganz langsam zurück in den herabschauenden Hund. Und noch einmal nach vorne. Ganz langsam, gerne in deinem eigenen Tempo. Und wieder langsam zurück. Für die nächste Übung bleib gerne auf deinen Yoga-Blöcken abgestützt oder mit den Handflächen wieder am Boden. Wir starten wieder hier vom herabschauenden Hund und jetzt streckst du beide Beine ganz durch. Und kommst hier Schritt für Schritt, schaut ein bisschen aus wie so ein Entengang, mit gestreckten Beinen. Das heißt, jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass die Beine gestreckt bleiben. Deswegen nimm dir gerne Yoga-Blöcke und nutze diese Erhöhung, dass du deine Beine gestreckt lassen kannst. Und dann gehen wir vor und wieder mit gestreckten Beinen zurück, bis wir im herabschauenden Hund sind und dann wieder nach vorne. Und wieder zurück. Und sobald du merkst, es wird schon ein bisschen flexibler an der Beinrückseite und es fühlt sich schon besser an, kannst du die Yoga-Blöcke auch entweder umlegen oder du versuchst es einmal mit den Handflächen am Boden und gehst hier mit gestreckten Beinen. Ganz wichtig ist, dass die Beine wirklich ganz gestreckt bleiben. Ganz durchgestreckt. Vor und zurück. Mach die Übung gerne in deinem eigenen Tempo, so wie es für dich machbar ist. Und dann machen wir das Ganze noch einmal zurück in den herabschauenden Hund mit gestreckten Beinen und wieder nach vorne. Sehr gut gemacht. Sehr fleißig warst du heute und wir sehen uns dann bei deinem nächsten Stretching.